So help me God. So help me God. Der Präsident der Vereinigten Staaten gilt als der mächtigste Mann der Welt. Das macht ihn gleichzeitig zu einem der gefährdetsten Männer der Welt. Wir dürfen nicht noch einen Präsidenten verlieren. Die Beamten tragen große Verantwortung. Im Mittelpunkt steht die Hauptstadt Washington D.C. Zum Schutz des Präsidenten nutzen seine Leibwächter modernste Waffen und Technologien. Diese Männer und Frauen sind für sein Leben verantwortlich. Der kleinste Fehler kann fatal sein. Darum muss der Secret Service schneller, tougher und vor allem cleverer sein als alle potenziellen Attentäter. Wir brauchen nicht nur Plan A und B, sondern auch Plan Z. Denn die Gefahren sind vielfältig. Ohne den Secret Service würde der Präsident außerhalb des Weißen Hauses wohl keinen Tag überleben. Das Weiße Haus ist eines der sichersten Gebäude der Welt. Es steht im Zentrum der Aufgaben des Secret Service, dessen Hauptsitz nur wenige Blocks entfernt liegt. Hier haben wir Heimvorteil, hier haben wir das Sagen. 1300 Beamte, Scharfschützen und uniformierte Wachen sorgen auf dem gut 7 Hektar großen Gelände des Weißen Hauses für Sicherheit. Immer wenn man reinfährt und sich das Tor hinter einem schließt, ist man erleichtert. Aber erstmal muss der neu gewählte Präsident ins Weiße Haus einziehen. Natürlich unter dem Schutz des Secret Service. 20. Januar 2009. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Eine riesige Menschenmenge ist dabei, als Barack Obama als erster afroamerikanischer US-Präsident seinen Amtseid leistet. Die Augen der Welt sind auf das neue Staatsoberhaupt gerichtet. Aber die Beamten des Secret Service konzentrieren sich auf die Menschenmenge, um potenzielle Gefahrenquellen auszumachen. Das ist absoluter Stress. Aber das merkt man kaum, weil man so auf den Job konzentriert ist. Daniel Bongino war 2 Jahre lang in Obamas Schutzeinheit. Er war einer der Planer des Sicherheitskonzepts der Amtseinführung. Das ist vergleichbar mit einem Sportler beim Endspiel. Wenn du ständig darüber nachdenkst, machst du dich nur verrückt. Und dafür ist keine Zeit. Du machst nur deinen Job. Dieser Job beginnt 18 Monate vor der Wahl. Präsidentschaftskandidat Obama zieht die Aufmerksamkeit auf sich, im positiven wie im negativen Sinn. Der Secret Service kam früher ins Spiel als je zuvor. Kein anderer Präsidentschaftskandidat hat die Massen so bewegt wie Obama. Der neue Präsident erhält 4-mal mehr Drohungen als sein Vorgänger. Viele sind rassistisch motiviert. Eine Neonazi-Website verzeichnet am Tag nach der Wahl 2000 neue Mitglieder. Bei Präsident Bush galt ein Terroranschlag als größte Gefahr. Bei Präsident Obama macht ein möglicher rassistisch motivierter Einzeltäter den Beamten noch mehr Sorgen. Kurz vor der Amtseinführung geht eine ernstzunehmende Drohung ein. Einige schlagen vor, die Feier abzusagen. Aber die 200 Jahre alte Tradition soll unbedingt fortgeführt werden. Der ehemalige Secret Service-Mann William Albrecht war bei 6 Amtseinführungen dabei. Es wäre toll, wenn wir das Weiße Haus einfach weiträumig absperren könnten. Mauer drum, keiner rein und keiner raus. Aber das ist nicht Amerika. Und das wird es auch nie sein. Die Parade zur Amtseinführung wird den Präsidenten wie geplant über 2,5 Kilometer vom Kapitol zum Weißen Haus führen. Das ist die Standardroute für die Parade, aber genau das ist das Problem. Jeder weiß, wo der Präsident wann ist. Fast 2 Millionen Zuschauer werden vor Ort erwartet, die bis dahin größte Menschenansammlung in Washington D.C. Und nach Geheimdienstberichten könnte ein Attentäter darunter sein. Die Gefahrenzone wird in überschaubarere Abschnitte unterteilt. Ich war bei der Parade vor Ort und für einen der Abschnitte verantwortlich. Bongino überwacht ein Areal so groß wie 3 Fußballfelder.
Bei den erwarteten Menschenmassen hat er damit alle Hände voll zu tun. Die Vorbereitungen sind akribisch. Bonginos Team durchsucht jeden Quadratzentimeter des Areals nach Bomben, Waffen und möglichen Verstecken für Scharfschützen. Briefkästen werden abmontiert und Kanaldeckel zugeschweißt. Der Secret Service schraubt sogar Türklinken ab, zu Zimmern mit Blick auf die Parade. Bongino ist nur ein kleiner Bestandteil eines gigantischen Großeinsatzes. Tausende Mitarbeiter des Secret Service mischen sich unter die Zuschauer. 8000 Polizeibeamte aus dem ganzen Land verstärken die Washingtoner Polizei mit ihren etwa 4000 Beamten. Zusätzlich sind mehr als 12.000 Soldaten im Einsatz. Von den Dächern aus haben Scharfschützen die Menge im Blick. Sie treffen bis auf eine Entfernung von knapp einem Kilometer exakt ihr Ziel. Aber kann dieser gewaltige Einsatz ein Attentat sicher ausschließen? Der Schlüssel heißt Kommunikation. Der Knopf im Ohr ist nicht zufällig. Das Symbol für den Secret Service. Das ist das wichtigste Teil unserer Ausrüstung. Wir müssen zur rechten Zeit am rechten Ort sein und der Einsatzleiter lotst uns wie ein Regisseur genau dahin. Nur so können wir den Präsidenten wirkungsvoll schützen. Der Einsatzleiter sitzt in einer behördenübergreifenden Kommandozentrale. Hier laufen sämtliche Geheimdienstinformationen zusammen. Alles Wichtige wird sofort an die Beamten an der Paradestrecke weitergeleitet. Dann heißt es zum Beispiel, sucht nach einem Mann mit einem roten Hemd und Jeans. Das engt den Fokus der Suche natürlich ein. Das ist die Sorte von Infos, die wir von den Geheimdiensten bekommen. 15.23 Uhr. Die Parade zur Amtseinführung beginnt. Jetzt wird es ernst. Den Großteil der Route winken Präsident Obama und seine Familie durch die Panzerglasscheiben der brandneuen Präsidentenlimousine, Spitzname The Beast. Aber das Volk will seinen neuen Präsidenten sehen. Nach 41 Minuten steigt Obama aus der Limousine. Wenn ein Attentäter unter den Zuschauern ist, ist das seine Chance. Der Secret Service ist in höchster Alarmbereitschaft. Es könnte jeder sein. Jeder ist eine potenzielle Bedrohung. Die Beamten müssen nicht nur den Präsidenten und dessen Familie schützen, sondern auch Unbeteiligte, die zufällig in der Nähe sind. Wenn du in die Menge schießen musst, dann solltest du ein verdammt guter Schütze sein und sehr genau wissen, auf wen du zielst. Du bist für jede einzelne Kugel, die du abfeuerst, verantwortlich. Das musst du dir klar machen. Um zu vermeiden, dass Unbeteiligte verletzt werden, braucht der Secret Service speziell entwickelte Waffen, die genauso präzise arbeiten wie die Beamten. Ein Trainingsgelände in West Point, Virginia. Ex-Navy SEAL und Waffenexperte Ken Good zeigt uns, wie die speziellen Anforderungen von Behörden wie dem Secret Service die Waffentechnik verändert haben. Der Secret Service konnte zum Beispiel vollautomatische Waffen einsetzen, wie die MP5. Einfach zu bedienen, handlich, leicht zu verstecken, sehr zuverlässig. Der Secret Service hat schon verschiedenste Maschinenpistolen eingesetzt. Die MP5 hat eine außergewöhnliche Feuerkraft. In großen Menschenmengen ist genau das ein Problem. Dieser Versuch zeigt, was passiert, wenn eine MP5-Kugel auf einen menschlichen Körper trifft. In einer realen Angriffssituation würden Unbeteiligte hinter der Zielperson verletzt oder getötet. 2003 stieg der Secret Service auf die FNP90 um. Eine kleinkalibrige Maschinenpistole mit fortschrittlichem Design. Die Waffe ist sehr kompakt und verschwindet ganz einfach unter einer Jacke. Der Lauf liegt im Gehäuse. Leere Hülsen werden nach unten ausgeworfen. Links- und Rechtshänder können diese Waffe gleich gut bedienen. Die FNP90 ist genauso leistungsfähig wie ihre Vorgängerin, die MP5. Der entscheidende Unterschied ist die spezielle Munition.
Das sind die verschiedenen Patronen. Die 9mm Patrone ist ein schwereres, langsameres Projektil mit runder Spitze. Die 5,7mm Patrone ist im Grunde eine verkleinerte Gewehrkugel. Gut demonstriert die FNP 90 mit der spezialisierten 5,7mm Patrone. Die Mündungsgeschwindigkeit beträgt knapp 720 Meter pro Sekunde. Anders als die schwereren 9mm MP5-Geschosse, die das Gel durchschlagen haben, bleiben die Kugeln aus der FNP-90 darin stecken. Der Grund ist ihre besondere Konstruktion. Die Geschosse zersplittern beim Aufprall. Dadurch bremst das Geschoss ab und trifft einzig und allein das Ziel selbst. Theoretisch kann die FNP-90 einen Attentäter töten, ohne Umstehende zu gefährden. Aber auf den Versuch möchte es niemand ankommen lassen. Wenn man vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten die Waffe ziehen muss, ist vorher etwas total schiefgelaufen. Daniel Bonginos Einsatz ist fast beendet. Aber solange der neue Präsident draußen unterwegs ist, kann noch viel passieren. Und das ist erst Tag 1 seiner Präsidentschaft. 2009, die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten. Barack Obama läuft durch eine gigantische Menschenmenge, die alle Rekorde bricht. Für den Secret Service ist jeder Zuschauer ein potenzieller Attentäter. Die Beamten sind in höchster Alarmbereitschaft. Aber heute muss niemand seine Waffe ziehen. Um 16.43 Uhr rollt die Präsidentenlimousine auf das Gelände des Weißen Hauses. Der Secret Service stößt einen kollektiven Seufzer der Erleichterung aus. Hier ist der Präsident am sichersten. Die genauen Schutzvorrichtungen des Weißen Hauses sind ein gut gehütetes Geheimnis. Hier soll es alles geben. Von biometrischer Erkennung bis zu Flugabwehrraketen unter dem Rasen vor dem Haus. Es sind Schüsse gefallen. Es gab Schüsse auf Wände und Fenster. Bis zu 15 Schüsse wurden abgefeuert. Eindringlinge. Er ist über den Zaun gesprungen. Und einen Flugzeugabsturz auf dem Gelände. Eine Sturzlandung vor dem Weißen Haus. Mutmaßlich ein Anschlag auf Präsident Clinton. Das Weiße Haus ist stabil gebaut. Aber erst das Sicherheitskonzept des Secret Service bietet wirklich effektiven Schutz. Dabei unterscheiden die Beamten drei Sicherheitszonen. Wenn sich der Präsident im Weißen Haus aufhält, sind die Zonen klar. Der Zaun um das Gelände beschreibt die äußere Zone, das Haus ist die mittlere Zone und das Innere des Hauses ist die innere Sicherheitszone. Der Secret Service hat Spezialteams für jeden dieser Bereiche. Team 1 ist ausschließlich für den Schutz des Präsidenten selbst verantwortlich. Team 2 ist ein Notfalleinsatzteam, das für das gesamte Weiße Haus zuständig ist. Team 3 besteht aus Secret Service Beamten in Uniform. Mit Scharfschützen und Hundestaffeln sichern sie den äußeren Ring, das Dach und die Flächen des Grundstücks. Sie sind mobil und jederzeit einsatzbereit. Es sind verschiedene Schutzringe, ein Zwiebelschalenprinzip. Angeblich sind es mindestens 100 schwer bewaffnete Beamte, aber die genaue Anzahl ist nicht bekannt. Eins der vielen Geheimnisse des Secret Service. Das sind sensible Informationen. Die verschiedenen Sicherheitszonen des Weißen Hauses müssen sich ständig bewähren. 29. Oktober 1994. Gewehrschüsse an der Südseite des Weißen Hauses. Francisco Duran feuert 29 Schüsse aus einem Halbautomatikgewehr ab. Der Secret Service reagiert sofort. Im Weißen Haus sorgt Team 1 für Präsident Bill Clintons Sicherheit.
Wir versuchen, so viel Distanz wie möglich zwischen den Präsidenten und den Angreifer zu legen. Wir bringen den Präsidenten aus der Schusslinie und dann raus aus der Gefahrenzone. Das ist das Zwiebelprinzip. Wir arbeiten vielschichtig. Wir verlassen uns darauf, dass unsere Kollegen sich um den Angreifer kümmern. Die Bodenpatrouille stürmt herbei. Scharfschützen auf dem Dach haben Duran im Visier. Aber bevor sie schießen, wird er von uniformierten Beamten in Gewahrsam genommen. Das war längst nicht der schwerste Angriff auf das Weiße Haus. Aber er zeigt uns, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Seit dem Duran-Angriff wurden 11 neue streng geheime Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Und auch sie wurden schon auf die Probe gestellt. Am 2. August 2011 springt James Dirk Crudup vor laufender Kamera über den Zaun des Weißen Hauses. Wir sind live am Weißen Haus. Der Secret Service ist gerade herausgestürmt. Jemand ist über den Zaun gesprungen. Wenn ein Angreifer auf das Gelände vordringt, steht das Notfalleinsatzteam bereit, um ihn aufzuhalten. Es ist eine paramilitärische Organisation. Sehr erfahrene Leute. Das Notfalleinsatzteam verfügt über ein ganzes Arsenal an Schusswaffen. Aber auch äußerst intelligente Helfer. Auf einem Hundestaffelparcours in Olivehurst, Kalifornien, zeigt uns Hundetrainer Greg Tawney, wie nützlich die Vierbeiner beim Stellen eines Eindringlings sein können. Ich bin Greg Tawney, Hundetrainer für 9 verschiedene Strafverfolgungsbehörden. Tawney wurde selbst von einem Hundetrainer des Secret Service ausgebildet. Er weiß, worauf es ankommt. Der Secret Service bevorzugt überwiegend Malinois, wegen ihrer besonderen Persönlichkeit. Wir brauchen Hunde, die mit Schüssen klarkommen und einen ausgeprägten Jagdtrieb haben. Wie die Beamten des Secret Service sind Malinois clever, konzentriert und kampfstark. Ihre Bisskraft liegt bei 14 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Der Secret Service setzt den Malinois zum Beispiel gegen Eindringlinge ein, die sie für eine Bedrohung halten. Mit 40 Kilometern pro Stunde ist der Hund normalerweise schneller als das Zielobjekt. Im Training zeigt sich, was das bedeutet. Dieser Schutzanzug ist aus Frankreich. Die Zähne kommen beim Biss nicht durch, aber den Druck fühlt man sehr deutlich. Die Kommandos für diese Rasse sind in Flämisch, zum Beispiel Stellen für Fass. Waffe weg oder ich lasse den Hund los! Der Hund ist sich der Gefahr nicht bewusst. Er weiß nicht, dass jemand auf ihn schießen könnte. Darum bleibt er immer bei der Sache. Er ist sowas wie der perfekte Soldat. Die Hunde sind ein wichtiger Teil der Verteidigungsstrategie der mittleren Sicherheitszone. Waffe weg! Wenn der Hund den Eindringling am Bein fasst, können die Beamten ihn stellen, unter Kontrolle bringen und ihm Handschellen anlegen. Der Hund lässt währenddessen nicht los. Die Hunde sichern die Außenanlagen. Aber für den Schutz der innersten Zone ist die ganze Raffinesse des Secret Service gefragt. Seit den Terroranschlägen vom 11. September ist der Zugang extrem stark beschränkt. Egal wer du bist, selbst wenn sie dich persönlich kennen, wenn der Name auf deinem Führerschein nicht im System ist, kommst du nicht rein. Die Beamten lassen nur ins Weiße Haus, wer wirklich reingehört. Der Secret Service überwacht jeden strategischen Punkt der 55.000 Quadratmeter im Weißen Haus. Und selbst wenn es einem Eindringling gelingen würde, alle Sicherheitseinrichtungen zu überwinden, es gibt überall Alarmknöpfe, versteckt in Böden, Wänden und sogar Schubladen. Der Secret Service reagiert im wahrsten Sinne des Wortes auf Knopfdruck. Aber die 3 Sicherheitszonen sind dem Secret Service nicht sicher genug. Im Falle eines atomaren, biologischen oder chemischen Angriffs kann der Präsident in einen Luftschutzbunker tief unter dem Ostflügel gebracht werden. Er wurde 1942 für Franklin D. Roosevelt als konventioneller Bunker gebaut. Er hatte Platz für 200 Menschen und genug Luft für 48 Stunden. Hinter knapp 1 Meter dicken Stahlbetonwänden.
Inzwischen soll der Bunker so ausgebaut worden sein, dass er sogar einem Atomangriff auf Washington standhalten könnte. Nur der Präsident und sein engster Stab haben hier Zutritt. Die Leibwächter des Präsidenten wissen, dass sie im Angriffsfall ihre Familien zurücklassen müssten. Beim Secret Service steht immer der Job an erster Stelle. Die Arbeit hat Priorität. Aber den Präsidenten im Weißen Haus zu schützen, ist noch der einfachste Teil des Jobs. Draußen sieht es schon ganz anders aus. Ein einziger Fehler kann zur Katastrophe führen. Das Weiße Haus mag das sicherste Gebäude der USA sein, aber von Zeit zu Zeit muss der Präsident es verlassen. Es würde die Arbeit des Secret Service sehr erleichtern, den Präsidenten komplett von allem und jedem abzuschirmen. Aber dann wäre er nicht mehr der Präsident. Er hätte keinen Kontakt mehr zu den Bürgern. Aber jeder Auftritt des Präsidenten in der Öffentlichkeit ist für den Secret Service ein potenzieller Kampfeinsatz. Du stehst bewaffnet neben dem US-Präsidenten und sagst dir, lieber ich als er. Und daran musst du dich dann gefälligst auch halten. Außerhalb des Weißen Hauses verfolgt der Secret Service eine klare Strategie, den tödlichen Diamanten. Wenn der Präsident von A nach B fliegt, weißt du, wo er landet, aber nicht, welche Route er nimmt. Von der Spitze des Diamanten breitet sich die Form aus, sobald er abfliegt, und kommt wieder zusammen zur Landung. Der Angreifer wird höchstwahrscheinlich versuchen, am Start oder Ziel zuzuschlagen. Diese Orte sind festgelegt. Weil die Routen ständig variieren, ist die Mitte des Diamanten weniger gefährdet. Deswegen können sich die Beamten auf Start und Ziel der Reise konzentrieren. Keiner kennt den Weg. Wir sagen es niemand. Die Sicherheitsmaßnahmen nehmen exponentiell zu, je mehr man sich den Spitzen des Diamanten nähert. Da ist viel mehr los als auf halber Strecke, weil die Strecke keiner kennt. Der Secret Service mag keine Regelmäßigkeiten und Gewohnheiten. Darum nimmt die Kolonne immer neue Routen, sogar in D.C. Selbst auf Kurzstrecken innerhalb Washingtons hat der Präsident eine Eskorte. Ein paramilitärischer Fahrzeugkonvoi, bis an die Zähne bewaffnet und technologisch hochgerüstet. Die Eskorte wird je nach Gefahrenlage zusammengestellt und kann aus über 30 Fahrzeugen bestehen. Der Streckenwagen fährt im Abstand von rund 5 Minuten voraus, um die Route zu sichern. Ihm folgt die Vorhut, 60 Sekunden vor der eigentlichen Eskorte, mit dem sogenannten Führungsfahrzeug an der Spitze. In der Mitte des Konvois fährt die Limousine des Präsidenten oder auch nicht. Zu jeder Eskorte gehört nämlich ein Ablenkungsfahrzeug, ein zweites Beast. Absolut identisch mit dem Wagen des Präsidenten. In welchem der beiden der Präsident sitzt, weiß nur der Secret Service. Im Halfback folgt der Secret Service. Im sogenannten Roadrunner ist die Kommunikationszentrale untergebracht. Und in weiteren Fahrzeugen folgen andere wichtige Mitarbeiter, darunter Mitglieder des Militärs und ein Arzt. Es heißt ja nicht umsonst Secret Service. Die mittlere Zone des Konvois schützt der sogenannte Hawkeye Renegade. Darin sitzt das schwer bewaffnete Abwehrteam, genannt CAT. Sollte der Präsident in einen Hinterhalt geraten, holt ihn das CAT wieder raus. William Albrecht hat diese Einheit mitgegründet. 1979 haben sie zum ersten Mal 4 oder 5 Beamte ausgewählt, ihnen Uzi-Maschinenpistolen in die Hand gedrückt und sie in einen Kombi gesetzt. Sie sollten den Konvoi begleiten. Eigentlich ein sehr gutes Konzept, aber sie waren kein Team. Sie haben nicht Hand in Hand gearbeitet. Heute ist das CAT der Sturmtrupp des Konvois. Bei einem Angriff würde das CAT sofort die Angreifer stellen und Feuerschutz geben, damit der Präsident aus der Gefahrenzone gebracht werden kann. Nach dem 11. September führte der Secret Service ein zusätzliches Fahrzeug ein, den sogenannten Jammer, zu Deutsch Störsender. In der Öffentlichkeit ist er eher unbeliebt, denn er stört den Handyempfang.
Er soll vor allem Sprengsätze lahmlegen, die jemand am Straßenrand versteckt haben könnte und die man per Handy, elektronischen Signalen oder sogar Licht fernzünden kann. Der Konvoi bildet ein komplexes Sicherheitssystem. Täuschungsmanöver zur Verwirrung der Angreifer. Technologie zur Bekämpfung von Sprengfallen und schiere Gewalt zur Überwindung von Hinterhalten. Aber die ausgefeiltesten Verteidigungstechniken stecken in der inneren Zone. Dieser 7 Tonnen schweren gepanzerten Limousine. Spitzname The Beast. Dreißig schwer bewaffnete und gepanzerte Fahrzeuge sind im Einsatz, um einen Wagen zu schützen. The Beast, die Limousine des US-Präsidenten. Sie ist ein mobiles Oval Office, in dem er ständig mit dem Vizepräsidenten und dem Pentagon verbunden ist. Der Secret Service setzt unterwegs auf die gleiche 3-Zonen-Sicherheitsstrategie wie im Weißen Haus. Zur äußeren Zone gehören die Gebäude und Freiflächen an der Strecke. Sie wird im Voraus von Beamten überprüft und zusätzlich teilweise von Scharfschützen überwacht. Die mittlere Zone ist der Konvoi selbst. Innerhalb von Sekunden kann er einen Schutzwall um den Präsidenten bilden. Die letzte Barriere ist die innere Zone, The Beast. Es wurde bei Obamas Amtseinführung im Jahr 2009 präsentiert und macht seinem Namen mit geschätzten 7 Tonnen Gewicht alle Ehre. Natürlich sind auch hier keine näheren Details bekannt. The Beast ist die aktuelle Präsidentenlimousine, auf dem allerneuesten Stand der Technik. Berichten zufolge sind die Reifen mit Kevlar beschichtet, schusssicher und stichfest. Der Wagen hat kugelsichere Scheiben. Vermutlich sind in den Türen Waffen und Tränengaswerfer untergebracht. Der Innenraum lässt sich für den Fall eines atomaren, biologischen oder chemischen Angriffs hermetisch abdichten. Im Kofferraum stehen Sauerstoffreserven zur Verfügung. Auch Blutkonserven mit der Blutgruppe des Präsidenten sind für den Notfall an Bord. The Beast ist eine Kombination aus Luxuskarosse und Kampfpanzer. Der Präsident kann im Wagen so ziemlich alles erledigen, was er auch im Oval Office macht. Aber über Einzelheiten gibt der Secret Service natürlich keine Auskunft. Die Präsidentenlimousine ist ein einzigartiges Fahrzeug. Nicht nur rein äußerlich, sondern auch wegen seiner besonderen Eigenschaften. In den 20 cm dicken Türen stecken Panzerplatten, die je knapp 140 kg wiegen. So viel wie die Tür einer Boeing 757. Man könnte mit einem Kaliber 50 draufschießen und würde die Platten nicht durchschlagen. Der Präsident ist umgeben von der höchst entwickelten Panzerung der Welt. Aber der Secret Service weiß, dass es keine absolute Sicherheit geben kann. Es gibt Waffen, mit denen man einen Panzer zerstören kann. Also natürlich auch eine gepanzerte Limousine. Die Lösung des Secret Service, ein speziell ausgebildeter Fahrer. William Albrecht war Chauffeur der Präsidenten George Bush Senior und Ronald Reagan. Nicht jeder kann so einen Wagen fahren. Dafür muss man entsprechend geschult sein. Außerdem braucht man eine Menge Selbstvertrauen und Talent. Manche lassen sich von dem Wagen einschüchtern und trauen sich nicht richtig. Andere sind einfach dafür geboren, hinterm Steuer zu sitzen. Ich war vielleicht der Beste von allen. Albrecht war vielleicht eine Naturbegabung, aber andere müssen lange dafür üben. Trotz allem, jede Fahrt im Konvoi ist ein Risiko. Und wenn es wirklich zu einem Angriff kommt, muss der Secret Service reagieren. Das Trainingsgelände in West Point, Virginia. Hier lehrt Brandon Sommerfeld die Kunst des taktischen Fahrens. Wir lehren verschiedene Taktiken. Defensives und instinktives Fahren, den offensiven und defensiven Einsatz von Schusswaffen. Der Secret Service spielt verschiedene Szenarien durch und trainiert die Fahrer so im Umgang mit dem Wagen in Extremsituationen. 180-Grad-Drehungen, absichtliches Schleudern, ein Haufen Spaß. Du lernst unter extremen Bedingungen einen klaren Kopf zu behalten. Die Fahrer müssen auch im roten Bereich funktionieren.
Der rote Bereich, das sind Situationen, in denen es um Leben und Tod geht. Wird der Konvoi angegriffen, müssen die Beamten blitzschnell reagieren. Die Fahrer des Präsidenten werden darauf trainiert, auch unter höchstem Druck die Ruhe zu bewahren. Der Secret Service muss immer die Kontrolle behalten. Wenn man nicht vorbereitet ist, kann Stress diverse Auswirkungen haben. Orientierungslosigkeit, die Feinmotorik versagt und die Urinstinkte schalten sich ein, also Kampf- oder Fluchtreflexe. Nur wenn du regelmäßig trainierst und Routine entwickelst, kannst du im entscheidenden Moment cool bleiben. Ein Hinterhalt ist ein solches Szenario. In der Simulation fährt ein Führungsfahrzeug voran. Sommerfeld folgt im Beast. Ein Begleitfahrzeug schließt den Konvoi ab. Der Konvoi fährt in eine Gasse, hier begrenzt durch einen Bus, geparkte Autos und Absperrungen. Plötzlich blockieren zwei feindliche Wagen den Weg. Die Fahrer müssen rückwärts wieder raus. Eigentlich kein kompliziertes Manöver, aber es erfordert konstantes Training. Wenn nur ein Fahrer zu schnell fährt, entsteht ein Stau und der Präsident ist leichte Beute. Zurück zur Simulation. Der Konvoi wird in einer engen Gasse von den feindlichen Wagen blockiert. Sofort eröffnen die Angreifer das Feuer. Jetzt sind die Fahrer im roten Bereich. Alle Fahrer im Konvoi legen gleichzeitig den Rückwärtsgang ein. Der letzte Wagen gibt das Tempo vor, 40 Kilometer pro Stunde. Auch unter Beschuss dürfen die Fahrer keine Panik bekommen. Zu hohe Geschwindigkeit kann tödlich sein. Vor allem aber dürfen sie niemals stehen bleiben. Das Schlimmste bei einem Hinterhalt wäre anzuhalten. Du musst in Bewegung bleiben. Die Fahrer schlagen hart ein und wenden. Das ursprüngliche Führungsfahrzeug ist jetzt hinten und blockiert die Angreifer, während der Präsident flieht. Wir bringen den Präsidenten da raus. Wir lassen uns auf keinen Kampf ein. Nicht, weil wir feige wären, sondern weil das unser Job ist. Und sonst nichts. Im Beast ist der Präsident in einer mobilen Festung. Sobald er aussteigt, ändert sich die Lage. Jetzt gibt es nur noch einen Schutz. Die Secret Service Männer, die sich als menschliche Schilde um ihn stellen. Eine einzige Kugel kann die mächtigste Nation der Welt in die Knie zwingen. Deswegen muss der Secret Service immer auf höchstem Niveau agieren und darf sich keine Fehler erlauben. Die größte Sorge? Der eine unerkannte Attentäter, der eine tödliche Schuss. Inzwischen wird jeder Schritt des Präsidenten außerhalb des Weißen Hauses genauestens bewacht. Aber früher war das anders. Da traten die Präsidenten oft spontan vor nicht vorher kontrollierte Menschenmengen, ohne dass sich jemand deswegen Sorgen machte. 30. März 1981. Schüsse fallen. Eine Kugel trifft ihr Ziel, Präsident Ronald Reagan. Ich habe die Schüsse gehört. Das Geräusch werde ich nie vergessen. Der Schütze ist John Hinckley Jr., ein geistig verwirrter Einzelgänger, der Aufmerksamkeit sucht. Jerry Parr ist als Beamter des Secret Service im Dienst. An dem Tag hatte ich die Verantwortung. Für diesen einen Moment wurde ich ausgebildet. Präsident Reagan verlässt nach einem Auftritt das Hilton in Washington. Es sind nur wenige Meter bis zu der wartenden Limousine. Als er durch die Menschenmenge geht, zieht Hinckley seine Waffe. Noch während die Schüsse fallen, schiebt Jerry Parr Reagan in den Wagen. Bei einem Angriff auf den Präsidenten gilt, erst decken, dann evakuieren. Genau das habe ich getan. Entweder du handelst oder du lässt es bleiben. Zum Überlegen ist keine Zeit. Der Secret Service duldet keine Mittelmäßigkeit. Niemals. Und wer direkt beim Präsidenten ist, gehört normalerweise zu den Allerbesten. Der Beamte Timothy McCarthy wirft sich vor den Präsidenten und wird in die Brust getroffen. Im Video vom Angriff auf Reagan sieht man, dass sich die Männer ganz groß gemacht haben, anstatt sich zu ducken. Sie haben sich zur Zielscheibe gemacht und absolut selbstlos gehandelt.
Das ist gegen jeden Instinkt. Normale Menschen würden das nicht machen, weil es dem Selbsterhaltungstrieb widerspricht. Und nur durch hartes Training lässt sich der Reflex überwinden, vor Schüssen zurückzuweichen. Wenn es hart auf hart kommt, übernimmt das Muskelgedächtnis aus dem Training das Kommando. Wenn man immer wieder den gleichen Bewegungsablauf übt, entsteht motorische Erinnerung. Und wenn es dann, Gott bewahre, zu einer solchen Situation kommt, reagiert man entsprechend. Er tat das, was jeder Beamte in der Situation tun würde. Er fing die Kugel ab. Sie hätte sonst den Präsidenten getroffen. Dafür bin ich ihm ewig dankbar. Das hat unser Konzept und unser Training bestätigt. Erst den Präsidenten decken und ihn dann rausholen. Hinckley gab 6 Schüsse in 1,7 Sekunden ab. Parr rast mit dem Präsidenten in der Limousine zum Weißen Haus, als er merkt, dass Reagan getroffen wurde. Er spuckte plötzlich hellrotes Blut. Also entschied ich, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Wir müssen in die Notaufnahme. Zum George Washington Hospital, schnell. Ja, verstanden. Der Fahrer reißt das Steuer herum und rast zum nächsten Krankenhaus. Dabei hängt er einen Großteil der Eskorte ab und überrascht das Personal in der Notaufnahme. Jerry Parr führte den Konvoi zum Krankenhaus. Ich würde sagen, er hat Reagan damit das Leben gerettet. Als Timothy McCarthy von seinen Verletzungen genesen ist, wird er für seine Tapferkeit ausgezeichnet. Und sofort nach Hinckleys Angriff ändert der Secret Service sein Sicherheitskonzept. Im Washingtoner Hilton, wo Reagan angeschossen worden war, gibt es inzwischen eine eigene Garage für die Präsidentenlimousine. Nur ein einzelner Mitarbeiter des Secret Service darf die Garage vor Ankunft des Präsidenten betreten. Und erst wenn die Tore hinter der Limousine geschlossen sind, wird die Tür zum Hotel geöffnet. An allen anderen Orten sorgt der Secret Service für sichere Ankunft und Abfahrt. Niemand Unbefugtes darf in die Nähe der Limousine. Es war immer klar, dass wir bei Ankunft und Abreise am verwundbarsten sind. Das Attentat auf Reagan hat das wieder bewiesen. Deswegen wickeln wir inzwischen alle Ankünfte und Abfahrten unterirdisch oder in Zelten ab. Zelte versperren potenziellen Attentätern die Sicht. Es ist traurig, dass das nötig ist, aber so ist es nun mal. Wir haben aus dem Reagan-Attentat gelernt. Wir haben es analysiert und das Konzept entsprechend geändert. Das mag ich am Secret Service. Niemand sagt, das beherrschen wir jetzt perfekt, auch nicht im Personenschutz, sondern alle wollen sich ständig verbessern. Und sie haben alle Hände voll zu tun. Neue Gefahren, die die gesamte Hauptstadt lahmlegen könnten, erschweren den Schutz des Präsidenten beträchtlich. Als am 11. September 2001 das World Trade Center einstürzt, wird den Beamten des Secret Service schnell klar, dass sich ihre Aufgaben radikal verändern werden. Als die Türme einstürzten und ein Flugzeug ins Pentagon einschlug, war klar, dass es eine akute terroristische Bedrohung gab. Darauf musste sich der Secret Service einstellen. Sie mussten sich weiterentwickeln und noch mehr auf neue Technologien setzen. Zum Beispiel wurde die Sicherheitszone um das Weiße Haus deutlich ausgedehnt. Die Sicherheitszone ist jetzt viel größer als früher. Und zwar auch nach oben. Denn man muss mit Flugzeugen rechnen. Und mit Waffen, die aus viel größerer Entfernung abgefeuert werden können. Heute überwacht der Secret Service den Luftraum über dem Weißen Haus bis in 5,5 Kilometer Höhe. Angeblich verfügt das Weiße Haus über Luftabwehrraketen und eine sogenannte Blendwaffe, um feindliche Piloten fernzuhalten. Aber es gibt Angreifer, die kann man nicht so einfach abschießen. Man kann sie nicht mal sehen. Bis zur Clinton-Regierung waren die einzigen nuklearen Bedrohungen, mit denen der Secret Service rechnete, ein Großangriff mit Interkontinentalraketen und ein Reaktorunglück mit Kernschmelze. Der Versuch, im Jahr 1995 in Moskau eine Bombe mit radioaktivem Material zu zünden, änderte das radikal.
Eine sogenannte schmutzige Bombe kann ganze Landstriche verstrahlen. Und es wäre leicht, sie in eine Stadt wie Washington zu schmuggeln. Von einem Sicherheitsstandpunkt aus wäre eine schmutzige Bombe verheerend. Alleine die Vorstellung von Radioaktivität in der Luft würde die Bevölkerung in Panik versetzen. Auch für diesen Fall hat der Secret Service Notfallpläne und trainiert das Szenario und die entsprechenden Maßnahmen. Man muss sich klar machen, dass immer nur ein Teil der Arbeit des Secret Service sichtbar ist. Da passiert noch viel mehr, als die Öffentlichkeit weiß. Wenn Radioaktivität in der Luft gemessen würde, wüsste das der Secret Service als einer der ersten. Und wenn der Präsident zu Hause wäre, würden ihn die Beamten wahrscheinlich sofort in den Luftschutzbunker unter dem Weißen Haus bringen. Aber es gibt nicht nur atomare Gefahren. Mögliche Angriffe mit biologischen und chemischen Waffen geraten immer mehr in den Blickpunkt. Der Secret Service kann kleinste Spuren entsprechender Stoffe erkennen und hat Notfallpläne, um den Präsidenten in Sicherheit zu bringen. Der Secret Service muss allen Arten von Angriffen gewachsen sein, auch chemischen und biologischen. Jeder Leibwächter des US-Präsidenten trägt eine spezielle Ausrüstung bei sich zum Schutz vor Giftgasen und biologischen Kampfstoffen. Und ein auf ABC-Kampfmittel spezialisiertes Team ist ständig in der Nähe des Präsidenten auf Abruf. Als letzter Ausweg steht das sogenannte Weltuntergangsflugzeug bereit, zusätzlich zur normalen Air Force One. Eine über 200 Millionen Dollar teure, stark modifizierte Boeing 747. In ihr ist der Präsident sogar vor der Wärmestrahlung eines Atomschlags abgeschirmt. Das Flugzeug kann mehrere Tage in der Luft bleiben, ohne zum Tanken zwischenzulanden. 75 Tonnen modernster Elektronik verbinden den Präsidenten mit dem Rest der Welt. Egal in welcher Situation, Training, Bewaffnung und Technologie sind wichtig. Ebenso exakte Planung. Aber letztlich sind die Mitarbeiter des Secret Service entscheidend für die Sicherheit des Präsidenten. Eigentlich ist die Aufgabe simpel. Beschützt diesen Mann, egal was passiert. Sie stellen ihre politischen Ansichten zurück. Beim Secret Service heißt es, ihr wählt ihn, wir beschützen ihn. Seine Politik ist egal. Und ihre Familien. Jeder Beamte hat sich schon mal gefragt, was wichtiger ist. Job oder Familie? Ganz ehrlich, der Job. Sie sind bereit, alles zu opfern. Mein Leben, sein Leben. Ein Moment kann alles verändern. Ich hatte die volle Verantwortung für sein Leben. So ist das als Secret Service-Mann. Im Angesicht der Gefahr sind Sie die menschlichen Schutzschilde des Präsidenten. Der Secret Service beschützt den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Das Symbol für alles, wofür Amerika steht. Es gibt kein besseres Ziel für einen Attentäter. Das ist die Herausforderung des Secret Service. Jeden einzelnen Tag. Wir arbeiten vielschichtig. Wir verlassen uns darauf, dass unsere Kollegen sich um den Angreifer kümmern. Die Bodenpatrouille stürmt herbei. Scharfschützen auf dem Dach haben Duran im Visier. Aber bevor sie schießen, wird er von uniformierten Beamten in Gewahrsam genommen. Das war längst nicht der schwerste Angriff auf das Weiße Haus. Aber er zeigt uns, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Seit dem Duran-Angriff wurden 11 neue streng geheime Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Und auch sie wurden schon auf die Probe gestellt. Am 2. August 2011 springt James Dirk Crudup vor laufender Kamera über den Zaun des Weißen Hauses. Wir sind live am Weißen Haus. Der Secret Service ist gerade herausgestürmt. Jemand ist über den Zaun gesprungen. Wenn ein Angreifer auf das Gelände vordringt, steht das Notfalleinsatzteam bereit, um ihn aufzuhalten. Es ist eine paramilitärische Organisation. Sehr erfahrene Leute. Das Notfalleinsatzteam verfügt über ein ganzes Arsenal an Schusswaffen. Aber auch äußerst intelligente Helfer.
Auf einem Hundestaffelparcours in Olivehurst, Kalifornien, zeigt uns Hundetrainer Greg Tawney, wie nützlich die Vierbeiner beim Stellen eines Eindringlings sein können. Ich bin Greg Tawney, Hundetrainer für 9 verschiedene Strafverfolgungsbehörden. Tawney wurde selbst von einem Hundetrainer des Secret Service ausgebildet. Er weiß, worauf es ankommt. Der Secret Service bevorzugt überwiegend Malinois, wegen ihrer besonderen Persönlichkeit. Wir brauchen Hunde, die mit Schüssen klarkommen und einen ausgeprägten Jagdtrieb haben. Wie die Beamten des Secret Service sind Malinois clever, konzentriert und kampfstark. Ihre Bisskraft liegt bei 14 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Der Secret Service setzt den Malinois zum Beispiel gegen Eindringlinge ein, die sie für eine Bedrohung halten. Mit 40 Kilometern pro Stunde ist der Hund normalerweise schneller als das Zielobjekt. Im Training zeigt sich, was das bedeutet. Dieser Schutzanzug ist aus Frankreich. Die Zähne kommen beim Biss nicht durch, aber den Druck fühlt man sehr deutlich. Die Kommandos für diese Rasse sind in Flämisch, zum Beispiel Stellen für Fass. Waffe weg oder ich lasse den Hund los! Der Hund ist sich der Gefahr nicht bewusst. Er weiß nicht, dass jemand auf ihn schießen könnte. Darum bleibt er immer bei der Sache. Er ist sowas wie der perfekte Soldat. Die Hunde sind ein wichtiger Teil der Verteidigung. Den Malinois zum Beispiel gegen Eindringlinge ein, die sie für eine Bedrohung halten. Mit 40 Kilometern pro Stunde ist der Hund normalerweise schneller als das Zielobjekt. Im Training zeigt sich, was das bedeutet. Dieser Schutzanzug ist aus Frankreich. Die Zähne kommen beim Biss nicht durch, aber den Druck fühlt man sehr deutlich. Die Kommandos für diese Rasse sind in Flämisch, zum Beispiel Stellen für Fass. Waffe weg oder ich lasse den Hund los! Der Hund ist sich der Gefahr nicht bewusst. Er weiß nicht, dass jemand auf ihn schießen könnte. Darum bleibt er immer bei der Sache. Er ist sowas wie der perfekte Soldat. Die Hunde sind ein wichtiger Teil der Verteidigungsstrategie der mittleren Sicherheitszone. Waffe weg! Wenn der Hund den Eindringling am Bein fasst, können die Beamten ihn stellen, unter Kontrolle bringen und ihm Handschellen anlegen. Der Hund lässt währenddessen nicht los. Die Hunde sichern die Außenanlagen. Aber für den Schutz der innersten Zone ist die ganze Raffinesse des Secret Service gefragt. Seit den Terroranschlägen vom 11. September ist der Zugang extrem stark beschränkt. Egal wer du bist, selbst wenn sie dich persönlich kennen, wenn der Name auf deinem Führerschein nicht im System ist, kommst du nicht rein. Die Beamten lassen nur ins Weiße Haus, wer wirklich reingehört. Der Secret Service überwacht jeden strategischen Punkt der 55.000 Quadratmeter im Weißen Haus. Und selbst wenn es einem Eindringling gelingen würde, alle Sicherheitseinrichtungen zu überwinden, es gibt überall Alarmknöpfe, versteckt in Böden, Wänden und sogar Schubladen. Der Secret Service reagiert im wahrsten Sinne des Wortes auf Knopfdruck. Aber die 3 Sicherheitszonen sind dem Secret Service nicht sicher genug. Im Falle eines atomaren, biologischen oder chemischen Angriffs kann der Präsident in einen Luftschutzbunker tief unter dem Ostflügel gebracht werden. Er wurde 1942 für Franklin D. Roosevelt als konventioneller Bunker gebaut. Er hatte Platz für 200 Menschen und genug Luft für 48 Stunden. Hinter knapp 1 Meter dicken Stahlbetonwänden. Inzwischen soll der Bunker so ausgebaut worden sein, dass er sogar einem Atomangriff auf Washington standhalten könnte. Nur der Präsident und sein engster Stab haben hier Zutritt. Die Leibwächter des Präsidenten wissen, dass sie im Angriffsfall ihre Familien zurücklassen müssten. Anders als die schwereren 9mm MP5-Geschosse, die das Gel durchschlagen haben, bleiben die Kugeln aus der FN-P90 darin stecken. Der Grund ist ihre besondere Konstruktion. Die Geschosse zersplittern beim Aufprall.
Dadurch bremst das Geschoss ab und trifft einzig und allein das Ziel selbst. Theoretisch kann die FNP-90 einen Attentäter töten, ohne Umstehende zu gefährden. Aber auf den Versuch möchte es niemand ankommen lassen. Wenn man vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten die Waffe ziehen muss, ist vorher etwas total schiefgelaufen. Daniel Bonginos Einsatz ist fast beendet. Aber solange der neue Präsident draußen unterwegs ist, kann noch viel passieren. Und das ist erst Tag 1 seiner Präsidentschaft. 2009, die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten. Barack Obama läuft durch eine gigantische Menschenmenge, die alle Rekorde bricht. Für den Secret Service ist jeder Zuschauer ein potenzieller Attentäter. Die Beamten sind in höchster Alarmbereitschaft. Aber heute muss niemand seine Waffe ziehen. Um 16.43 Uhr rollt die Präsidentenlimousine auf das Gelände des Weißen Hauses. Der Secret Service stößt einen kollektiven Seufzer der Erleichterung aus. Hier ist der Präsident am sichersten. Die genauen Schutzvorrichtungen des Weißen Hauses sind ein gut gehütetes Geheimnis. Hier soll es alles geben. Von biometrischer Erkennung bis zu Flugabwehrraketen unter dem Rasen vor dem Haus. Es sind Schüsse gefallen. Es gab Schüsse auf Wände und Fenster. Bis zu 15 Schüsse wurden abgefeuert. Eindringlinge. Er ist um den Zaun gesprungen. Und einen Flugzeugabsturz auf dem Gelände. Eine Sturzlandung vor dem Weißen Haus. Mutmaßlich ein Anschlag auf Präsident Clinton. Das Weiße Haus ist stabil gebaut. Aber erst das Sicherheitskonzept des Secret Service bietet wirklich effektiven Schutz. Dabei unterscheiden die Beamten drei Sicherheitszonen. Wenn sich der Präsident im Weißen Haus aufhält, sind die Zonen klar. Der Zaun um das Gelände beschreibt die äußere Zone, das Haus ist die mittlere Zone und das Innere des Hauses ist die innere Sicherheitszone. Der Secret Service hat Spezialteams für jeden dieser Bereiche. Als die Türme einstürzten und ein Flugzeug ins Pentagon einschlug, war klar, dass es eine akute terroristische Bedrohung gab. Darauf musste sich der Secret Service einstellen. Sie mussten sich weiterentwickeln und noch mehr auf neue Technologien setzen. Zum Beispiel wurde die Sicherheitszone um das Weiße Haus deutlich ausgedehnt. Die Sicherheitszone ist jetzt viel größer als früher. Und zwar auch nach oben. Denn man muss mit Flugzeugen rechnen. Und mit Waffen, die aus viel größerer Entfernung abgefeuert werden können. Heute überwacht der Secret Service den Luftraum über dem Weißen Haus bis in 5,5 Kilometer Höhe. Angeblich verfügt das Weiße Haus über Luftabwehrraketen und eine sogenannte Blendwaffe, um feindliche Piloten fernzuhalten. Aber es gibt Angreifer, die kann man nicht so einfach abschießen. Man kann sie nicht mal sehen. Bis zur Clinton-Regierung waren die einzigen nuklearen Bedrohungen, mit denen der Secret Service rechnete, ein Großangriff mit Interkontinentalraketen und ein Reaktorunglück mit Kernschmelze. Der Versuch, im Jahr 1995 in Moskau eine Bombe mit radioaktivem Material zu zünden, änderte das radikal. Eine sogenannte schmutzige Bombe kann ganze Landstriche verstrahlen. Und es wäre leicht, sie in eine Stadt wie Washington zu schmuggeln. Von einem Sicherheitsstandpunkt aus wäre eine schmutzige Bombe verheerend. Alleine die Vorstellung von Radioaktivität in der Luft würde die Bevölkerung in Panik versetzen. Auch für diesen Fall hat der Secret Service Notfallpläne und trainiert das Szenario und die entsprechenden Maßnahmen. Man muss sich klar machen, dass immer nur ein Teil der Arbeit des Secret Service sichtbar ist. Da passiert noch viel mehr, als die Öffentlichkeit weiß. Wenn Radioaktivität in der Luft gemessen würde, wüsste das der Secret Service als einer der Ersten. Und wenn der Präsident zu Hause wäre, würden ihn die Beamten wahrscheinlich sofort in den Luftschutzbunker unter dem Weißen Haus bringen. Aber es gibt nicht nur atomare Gefahren.
Mögliche Angriffe mit biologischen und chemischen Waffen geraten immer mehr in den Blickpunkt. Der Secret Service kann kleinste Spuren entsprechender Stoffe erkennen und hat Notfallpläne, um den Präsidenten in Sicherheit zu bringen. Der Secret Service muss allen Arten von Angriffen gewachsen sein, auch chemischen und biologischen. Jeder Leibwächter des US-Präsidenten trägt eine spezielle Ausrüstung bei sich zum Schutz vor Giftgasen und biologischen Kampfstoffen. Und ein auf ABC-Kampfmittel spezialisiertes Team ist ständig in der Nähe des Präsidenten auf Abruf. Als letzter Ausweg steht das sogenannte Abreise am Verwundbarsten. Das Attentat auf Reagan hat das wieder bewiesen. Deswegen wickeln wir inzwischen alle Ankünfte und Abfahrten unterirdisch oder in Zelten ab. Zelte versperren potenziellen Attentätern die Sicht. Es ist traurig, dass das nötig ist, aber so ist es nun mal. Wir haben aus dem Reagan-Attentat gelernt. Wir haben es analysiert und das Konzept entsprechend geändert. Das mag ich am Secret Service. Niemand sagt, das beherrschen wir jetzt perfekt, auch nicht im Personenschutz, sondern alle wollen sich ständig verbessern. Und sie haben alle Hände voll zu tun. Neue Gefahren, die die gesamte Hauptstadt lahmlegen könnten, erschweren den Schutz des Präsidenten beträchtlich. Als am 11. September 2001 das World Trade Center einstürzt, wird den Beamten des Secret Service schnell klar, dass sich ihre Aufgaben radikal verändern werden. Als die Türme einstürzten und ein Flugzeug ins Pentagon einschlug, war klar, dass es eine akute terroristische Bedrohung gab. Darauf musste sich der Secret Service einstellen. Sie mussten sich weiterentwickeln und noch mehr auf neue Technologien setzen. Zum Beispiel wurde die Sicherheitszone um das Weiße Haus deutlich ausgedehnt. Die Sicherheitszone ist jetzt viel größer als früher. Und zwar auch nach oben, denn man muss mit Flugzeugen rechnen und mit Waffen, die aus viel größerer Entfernung abgefeuert werden können. Heute überwacht der Secret Service den Luftraum über dem Weißen Haus bis in 5,5 Kilometer Höhe. Angeblich verfügt das Weiße Haus über Luftabwehrraketen und eine sogenannte Blendwaffe, um feindliche Piloten fernzuhalten. Aber es gibt Angreifer, die kann man nicht so einfach abschießen. Man kann sie nicht mal sehen. Bis zur Clinton-Regierung waren die einzigen nuklearen Bedrohungen, mit denen der Secret Service rechnete, ein Großangriff mit Interkontinentalraketen und ein Reaktorunglück mit Kernschmelze. Der Versuch, im Jahr 1995 in Moskau eine Bombe mit radioaktivem Material zu zünden, änderte das radikal. Eine sogenannte schmutzige Bombe kann ganze Landstriche verstrahlen. Und es wäre leicht, sie in eine Stadt wie Washington zu schmuggeln. Von einem Sicherheitsstandpunkt aus wäre eine schmutzige Bombe verheerend. Alleine die Vorstellung von Radioaktivität in der Luft würde die Bevölkerung in Panik versetzen. Auch für diesen Fall hat der Secret Service Notfallpläne und trainiert das Szenario und die entsprechenden Maßnahmen. Man muss sich klar machen, dass immer nur ein Teil der Arbeit des Secret Service sichtbar ist. Da passiert noch viel mehr als die Ein Attentäter unter den Zuschauern ist, ist das seine Chance. Der Secret Service ist in höchster Alarmbereitschaft. Es könnte jeder sein. Jeder ist eine potenzielle Bedrohung. Die Beamten müssen nicht nur den Präsidenten und dessen Familie schützen, sondern auch Unbeteiligte, die zufällig in der Nähe sind. Wenn du in die Menge schießen musst, dann solltest du ein verdammt guter Schütze sein und sehr genau wissen, auf wen du zielst. Du bist für jede einzelne Kugel, die du abfeuerst, verantwortlich. Das musst du dir klar machen. Um zu vermeiden, dass Unbeteiligte verletzt werden, braucht der Secret Service speziell entwickelte Waffen, die genauso präzise arbeiten wie die Beamten. Ein Trainingsgelände in West Point, Virginia. Ex-Navy SEAL und Waffenexperte Ken Good zeigt uns, wie die speziellen Anforderungen von Behörden wie dem Secret Service die Waffentechnik verändert haben. Der Secret Service konnte zum Beispiel vollautomatische Waffen einsetzen, wie die MP5. Einfach zu bedienen, handlich, leicht zu verstecken, sehr zuverlässig.
Der Secret Service hat schon verschiedenste Maschinenpistolen eingesetzt. Die MP5 hat eine außergewöhnliche Feuerkraft. In großen Menschenmengen ist genau das ein Problem. Dieser Versuch zeigt, was passiert, wenn eine MP5-Kugel auf einen menschlichen Körper trifft. In einer realen Angriffssituation würden Unbeteiligte hinter der Zielperson verletzt oder getötet. 2003 stieg der Secret Service auf die FNP-90 um. Eine kleinkalibrige Maschinenpistole mit fortschrittlichem Design. Die Waffe ist sehr kompakt und verschwindet ganz einfach unter einer Jacke. Der Lauf liegt im Gehäuse. Leere Hülsen werden nach unten ausgeworfen. Links- und Rechtshänder können diese Waffe gleich gut bedienen. Die FNP-90 ist genauso leistungsfähig wie ihre Vorgängerin, die MP5. Der entscheidende Unterschied ist die spezielle Munition. Das sind die verschiedenen Patronen. Die 9mm Patrone ist ein schwereres, langsameres Projektil mit runder Spitze. Die 5,7mm Patrone ist im Grunde eine verkleinerte Gewehrkugel. Gut demonstriert die FNP-90 mit der spezialisierten 5,7mm. Er reißt das Steuer herum und rast zum nächsten Krankenhaus. Dabei hängt er einen Großteil der Eskorte ab und überrascht das Personal in der Notaufnahme. Jerry Parr führte den Konvoi zum Krankenhaus. Ich würde sagen, er hat Reagan damit das Leben gerettet. Als Timothy McCarthy von seinen Verletzungen genesen ist, wird er für seine Tapferkeit ausgezeichnet. Und sofort nach Hinckleys Angriff ändert der Secret Service sein Sicherheitskonzept. Im Washingtoner Hilton, wo Reagan angeschossen worden war, gibt es inzwischen eine eigene Garage für die Präsidentenlimousine. Nur ein einzelner Mitarbeiter des Secret Service darf die Garage vor Ankunft des Präsidenten betreten. Und erst wenn die Tore hinter der Limousine geschlossen sind, wird die Tür zum Hotel geöffnet. An allen anderen Orten sorgt der Secret Service für sichere Ankunft und Abfahrt. Niemand Unbefugtes darf in die Nähe der Limousine. Es war immer klar, dass wir bei Ankunft und Abreise am verwundbarsten sind. Das Attentat auf Reagan hat das wieder bewiesen. Deswegen wickeln wir inzwischen alle Ankünfte und Abfahrten unterirdisch oder in Zelten ab. Zelte versperren potenziellen Attentätern die Sicht. Es ist traurig, dass das nötig ist, aber so ist es nun mal. Wir haben aus dem Reagan-Attentat gelernt. Wir haben es analysiert und das Konzept entsprechend geändert. Das mag ich am Secret Service. Niemand sagt, das beherrschen wir jetzt perfekt, auch nicht im Personenschutz, sondern alle wollen sich ständig verbessern. Und sie haben alle Hände voll zu tun. Neue Gefahren, die die gesamte Hauptstadt lahmlegen könnten, erschweren den Schutz des Präsidenten beträchtlich. Als am 11. September 2001 das World Trade Center einstürzt, wird den Beamten des Secret Service schnell klar, dass sich ihre Aufgaben radikal verändern werden. Als die Türme einstürzten und ein Flugzeug ins Pentagon einschlug, war klar, dass es eine akute terroristische Bedrohung gab. Darauf musste sich der Secret Service einstellen. Sie mussten sich weiterentwickeln und noch mehr auf neue Technologien setzen. Zum Beispiel wurde die Sicherheitszone um das Weiße Haus deutlich ausgedehnt. Die Sicherheitszone ist jetzt viel größer als früher. Und zwar auch nach oben. Denn man muss mit Flugzeugen rechnen. Und mit Waffen, die aus viel größerer Entfernung abgefeuert werden können. Heute überwacht der Secret Service den Luftraum über dem Weißen Haus bis in 5,5 Kilometer Höhe. Angeblich verfügt das Weiße Haus über Luftabwehrraketen und eine sogenannte Blendwaffe, um feindliche Piloten 5,7mm Patrone. Die Mündungsgeschwindigkeit beträgt knapp 720 Meter pro Sekunde. Anders als die schwereren 9mm MP5-Geschosse, die das Gel durchschlagen haben, bleiben die Kugeln aus der FNP-90 darin stecken.
Der Grund ist ihre besondere Konstruktion. Die Geschosse zersplittern beim Aufprall. Dadurch bremst das Geschoss ab und trifft einzig und allein das Ziel selbst. Theoretisch kann die FNP-90 einen Attentäter töten, ohne Umstehende zu gefährden. Aber auf den Versuch möchte es niemand ankommen lassen. Wenn man vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten die Waffe ziehen muss, ist vorher etwas total schiefgelaufen. Daniel Bonginos Einsatz ist fast beendet. Aber solange der neue Präsident draußen unterwegs ist, kann noch viel passieren. Und das ist erst Tag 1 seiner Präsidentschaft. 2009, die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten. Barack Obama läuft durch eine gigantische Menschenmenge, die alle Rekorde bricht. Für den Secret Service ist jeder Zuschauer ein potenzieller Attentäter. Die Beamten sind in höchster Alarmbereitschaft. Aber heute muss niemand seine Waffe ziehen. Um 16.43 Uhr rollt die Präsidentenlimousine auf das Gelände des Weißen Hauses. Der Secret Service stößt einen kollektiven Seufzer der Erleichterung aus. Hier ist der Präsident am sichersten. Die genauen Schutzvorrichtungen des Weißen Hauses sind ein gut gehütetes Geheimnis. Hier soll es alles geben. Von biometrischer Erkennung bis zu Flugabwehrraketen unter dem Rasen vor dem Haus. Es sind Schüsse gefallen. Es gab Schüsse auf Wände und Fenster. Bis zu 15 Schüsse wurden abgefeuert. Eindringlinge. Er ist über den Zaun gesprungen. Und einen Flugzeugabsturz auf dem Gelände. Eine Sturzlandung vor dem Weißen Haus. Mutmaßlich ein Anschlag auf Präsident Clinton. Das Weiße Haus ist stabil gebaut. Aber erst das Sicherheitskonzept des Secret Service bietet wirklich effektiven Schutz. Dabei unterscheiden die Beamten drei Sicherheitszonen. Wenn sich der Präsident im Weißen Haus aufhält, sind die Zonen klar. Der Zaun um das Gelände beschreibt die äußere Zone. Einige schlagen vor, die Feier abzusagen. Aber die 200 Jahre alte Tradition soll unbedingt fortgeführt werden. Der ehemalige Secret Service-Mann William Albrecht war bei 6 Amtseinführungen dabei. Es wäre toll, wenn wir das Weiße Haus einfach weiträumig absperren könnten. Mauer drum, keiner rein und keiner raus. Aber das ist nicht Amerika. Und das wird es auch nie sein. Die Parade zur Amtseinführung wird den Präsidenten wie geplant über 2,5 Kilometer vom Kapitol zum Weißen Haus führen. Das ist die Standardroute für die Parade, aber genau das ist das Problem. Jeder weiß, wo der Präsident wann ist. Fast 2 Millionen Zuschauer werden vor Ort erwartet. Die bis dahin größte Menschenansammlung in Washington D.C. Und nach Geheimdienstberichten könnte ein Attentäter darunter sein. Die Gefahrenzone wird in überschaubarere Abschnitte unterteilt. Ich war bei der Parade vor Ort und für einen der Abschnitte verantwortlich. Bongino überwacht ein Areal so groß wie 3 Fußballfelder. Bei den erwarteten Menschenmassen hat er damit alle Hände voll zu tun. Die Vorbereitungen sind akribisch. Bonginos Team durchsucht jeden Quadratzentimeter des Areals nach Bomben, Waffen und möglichen Verstecken für Scharfschützen. Briefkästen werden abmontiert und Kanaldeckel zugeschweißt. Der Secret Service schraubt sogar Türklinken ab, zu Zimmern mit Blick auf die Parade. Bongino ist nur ein kleiner Bestandteil eines gigantischen Großeinsatzes. Tausende Mitarbeiter des Secret Service mischen sich unter die Zuschauer. 8000 Polizeibeamte aus dem ganzen Land verstärken die Washingtoner Polizei mit ihren etwa 4000 Beamten. Zusätzlich sind mehr als 12.000 Soldaten im Einsatz. Von den Dächern aus haben Scharfschützen die Menge im Blick. Sie treffen bis auf eine Entfernung von knapp 1 Kilometer exakt ihr Ziel. Aber kann dieser gewaltige Einsatz ein Attentat sicher ausschließen? Der Schlüssel heißt Kommunikation.
Der Knopf im Ohr ist nicht zufällig. Das Symbol für den Secret Service. Das ist das wichtigste Teil unserer Ausrüstung. Wir müssen zur rechten Zeit am rechten Ort sein und der Einsatzleiter lotst uns wie ein Regisseur genau dahin. Nur so können wir den Präsidenten wirkungsvoll schützen. Der Einsatzleiter sitzt in einer behördenübergreifenden Kommandozentrale. Hier laufen sämtliche Geheimdienstinformationen zusammen. Alles Wichtige wird sofort an die Beamten an der Paradestrecke weitergeleitet. Dann heißt es zum Beispiel, sucht nach einem Mann mit einem roten Hemd und Jeans. Das engt den Fokus der Suche natürlich ein. Das ist die Sorte von Infos, die wir von den Geheimdiensten bekommen. Ausgebildeter Fahrer. William Albrecht war Chauffeur der Präsidenten George Bush Senior und Ronald Reagan. Nicht jeder kann so einen Wagen fahren. Dafür muss man entsprechend geschult sein. Außerdem braucht man eine Menge Selbstvertrauen und Talent. Manche lassen sich von dem Wagen einschüchtern und trauen sich nicht richtig. Andere sind einfach dafür geboren, hinterm Steuer zu sitzen. Ich war vielleicht der Beste von allen. Albrecht war vielleicht eine Naturbegabung, aber andere müssen lange dafür üben. Trotz allem, jede Fahrt im Konvoi ist ein Risiko. Und wenn es wirklich zu einem Angriff kommt, muss der Secret Service reagieren. Das Trainingsgelände in West Point, Virginia. Hier lehrt Brandon Sommerfeld die Kunst des taktischen Fahrens. Wir lehren verschiedene Taktiken, defensives und instinktives Fahren, den offensiven und defensiven Einsatz von Schusswaffen. Der Secret Service spielt verschiedene Szenarien durch und trainiert die Fahrer so im Umgang mit dem Wagen in Extremsituationen. 180-Grad-Drehungen, absichtliches Schleudern, ein Haufen Spaß. Du lernst unter extremen Bedingungen einen klaren Kopf zu behalten. Die Fahrer müssen auch im roten Bereich funktionieren. Der rote Bereich, das sind Situationen, in denen es um Leben und Tod geht. Wird der Konvoi angegriffen, müssen die Beamten blitzschnell reagieren. Die Fahrer des Präsidenten werden darauf trainiert, auch unter höchstem Druck die Ruhe zu bewahren. Der Secret Service muss immer die Kontrolle behalten. Wenn man nicht vorbereitet ist, kann Stress diverse Auswirkungen haben. Orientierungslosigkeit, die Feinmotorik versagt und die Urinstinkte schalten sich ein, also Kampf- oder Fluchtreflexe. Nur wenn du regelmäßig trainierst und Routine entwickelst, kannst du im entscheidenden Moment cool bleiben. Ein Hinterhalt ist ein solches Szenario. In der Simulation fährt ein Führungsfahrzeug voran. Sommerfeld folgt im Beast. Ein Begleitfahrzeug schließt den Konvoi ab. Der Konvoi fährt in eine Gasse, hier begrenzt durch einen Bus, geparkte Autos und Absperrungen. Plötzlich blockieren zwei feindliche Wagen den Weg. Die Fahrer müssen rückwärts wieder raus. Eigentlich kein kompliziertes Manöver, aber es erfordert konstantes Training. Wenn nur ein Fahrer zu schnell fährt, entsteht ein Stau und der Präsident ist leichte Beute. Zurück zur Simulation.